Willkommen nach der Pause zum zweiten Vortrag auf der Bühne 1 zum Thema Open Layers. Wir hören jetzt wieder einen Vortrag zu Open Layers, wie ich gerade schon gesagt habe. Open Layers, Feature Frenzy, tolle Dinge, die Open Layers kann, von denen aber zu wenige wissen. Da bin wahrscheinlich nicht nur ich gespannt drauf. Wir haben zwei Vortragende, die per Video zusammengeschaltet sind. Das eine ist der Marc Jansen aus Bonn von Terrestris und der zweite Vortragende ist der Andreas Hovekar aus Österreich von der Firma W3 Geo. Der Vortrag ist auch voraufgezeichnet, dauert etwas länger als geplant, wird aber natürlich auch rechtzeitig zum Raumwechsel zu Ende sein. Das bedeutet aber, dass wir jetzt keine offizielle Fragerunde am Ende machen können. Die beiden sind einmal da, lauschen und werden Fragen, die während des Vortrags auftauchen, im Chat gerne beantworten. Ja, bitte, Mats ab. In diesem Jahr haben der Andreas und ich uns überlegt, unseren Talk zu benennen, Open Layers Feature Frenzy, tolle Dinge, die Open Layers kann, von denen aber zu wenige wissen, weil wir vermuten, dass Open Layers eine ganze Menge Funktionalität hat, die vielleicht noch gar nicht jeder kennt. Eine kleine Gliederung, die wir uns überlegt haben. Ganz kurz stellen wir uns und unseren Talk vor. Dann der Fokus ganz klar auf Feature Frenzy. Und natürlich, weil es unser Naturell ist, geben wir auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft von der Bibliothek, die wir lieben. Ja, mein Name ist Marc. Ich bin Geschäftsführer bei Terrestris und Mundialis, außerdem Kernentwickler in einer ganzen Reihe von Projekten, unter anderem auch bei Open Layers, dort auch im Project Steering Committee. Ich bin, wie gesagt, bei der Firma Terrestris angestellt, dort als Geschäftsführer tätig. Wir machen Open Source GIS und kommen aus Bonn. Sprechen Sie uns einfach jederzeit auf jede mögliche Art an. Wir helfen sehr gerne, mit Open Source GIS das Beste aus Ihren Daten zu machen. Ganz aktuell suchen wir sogar Verstärkung. Einfach mal auf der Homepage vorbeischauen. Ich bin Open Layers Kernentwickler und auch im Steering Committee von Open Layers. Bin des Weiteren Maintainer und Entwickler von Proj4.js. Gemeinsam mit anderen Entwicklern auch. Bin Maintainer und Entwickler der OL Mapbox Style Library, die wir heute auch kurz in Aktion sehen werden. Habe eine eigene Firma, mit der ich professionellen Open Layers Support anbiete und bin auch Gesellschafter der W3 Geo GmbH, die mit Sitz in Wien und Graz Web-Applikationen rund um Karten anbietet. Soweit zur kurzen Vorstellung von uns beiden. Nun zu einer kurzen Vorstellung von Open Layers. Was ist Open Layers und was kann man damit tun? Laut unserer Webseite ist das eine High-Performance Feature-Packed Library for all your mapping needs. Und Feature-Packed, das stimmt wirklich. Open Layers kann sehr viel. Darauf gehen wir gleich noch auf der nächsten Folie ein. Was jetzt aber auch wichtig ist für die Qualität des Projektes, es ist ein Open-Source-Projekt unter einer BSD-Lizenz. Ist in JavaScript geschrieben und ist Teil der Projekte der OSGeo Foundation. Mit Open Layers hat man grundsätzlich die Möglichkeit, Karten im Web und auch überall, wo JavaScript läuft, darstellen zu können. Um die Karten herum bietet es verschiedene Analyse- und Berechnungsmöglichkeiten. Zu diesem Zweck gibt es sehr viele Daten- und Layerquellen, also angefangen von GeoJSON und einfachen Kacheln bis zu exotischeren Datentypen auch. Für die Interaktion in der Karte gibt es einige vorgefertigte Steuerelemente. Wie wir heute später sehen werden, gibt es da auch noch Third-Party-Libraries, die sich gut integrieren lassen. Open Layers wird seit vielen Jahren sehr aktiv entwickelt und hat eine große Community, hat eine gute eigene Dokumentation über die Website openlayers.org. Man findet viel Dokumentationen auch auf Stack Overflow und anderen Quellen im Internet. Und als JavaScript-Library, die als NPM-Package daherkommt, ist sie natürlich auch sehr universell einsetzbar. Nun aber zum spannenden Teil unseres Vortrags, dem eigentlichen Feature-Frenzy, wo wir ein paar Dinge zeigen wollen, die vielleicht nicht so bekannt sind, dass man sie mit Open Layers machen kann. Ich möchte dazu gleich einsteigen mit einem Teil unseres APIs, das Immediate Rendering genannt wird. Damit hat man auf verschiedenen Ebenen Zugriff auf das gerenderte Ergebnis, das Open Layers erzeugt.
Das, was wir hier sehen, ist der verhältnismäßig höhere Level noch, der sogenannte Render-Kontext des Layers. In diesem Kontext ist es möglich, mit Open Layers Geometrien und Styles zu zeichnen und dabei das Koordinatensystem der aktuellen View zu verwenden. Wenn man API-mäßig noch einen Level tiefer geht, gibt es auch die Möglichkeit, direkt auf den Canvas-Kontext des Layers zuzugreifen. Das ist das Canvas 2D-API von JavaScript. Und dort kann man dann zeichnen im Pixel-Koordinatensystem des Canvas. Also man sieht Lower Level mehr Code. In diesem Schnipsel hier unten, was passiert da? Das zeichnet in der Mitte der Kartenview ein 100 Pixel breites Rechteck mit einer halbtransparenten Füllung. Das bleibt immer an dieser Stelle. Wie schaut das Ganze aus in Aktion? Ich habe hier ein einfaches Beispiel erzeugt, wo es darum geht, einen GPX-Track zu visualisieren. Ich war vorige Woche mit dem Mountainbike in der Nähe von Graz unterwegs und habe hier diesen Track mitgebracht und den lassen wir uns hier visualisieren. Wie funktioniert das? Wir sehen also in der Mitte des Bildschirms einen Punkt, der, sofern ich mich bewege, noch einen Schatten nachzieht. Das ist mit diesem High-Level-API gemacht. Und dann sehen wir unten im Bildschirm das Höhenprofil meines Tracks. Das entsteht direkt durch Zeichnen in den 2D-Canvas per JavaScript. Also in dem Beispiel sehen wir beide diese Möglichkeiten. Hochlevel-Zugriff mit Zeichnen von Geometrien. Das sind eben diese Punkte in der Mitte des Bildschirms, die jetzt gleich sehr schnell wandern werden, weil jetzt komme ich zur Abfahrt. Bis jetzt war der Uphill. Und jetzt geht es eben zügig dahin. Und ich fahre hier den sogenannten Backhandle Trail gleich runter. Das ist durch die Straße dorthin. Und jetzt geht es bergab und habe hier auch einen Rekord aufgestellt. Ja, genug zu diesem Beispiel. Schauen wir weiter, was es sonst noch für coole Dinge gibt. Vector-Tiles haben wir in den letzten Jahren immer wieder hervorgehoben. Ich möchte heute ein bisschen auch darauf eingehen, wo Vector-Tiles sinnvoll ist und wo OpenLayers da seinen Trumpf ausspielt. Ideal mit OpenLayers ist Vector-Tiles für thematische Karten zu verwenden. Und dazu kann man auch neben dem Mapbox-Vector-Tiles-Format, das sich mehr oder weniger als Standard etabliert hat, das Mapbox-Style-Format verwenden, das im Gegensatz zu anderen Style-Beschreibungssprachen wie SLD wirklich leicht für Menschen zu lesen und zu schreiben ist und auch leicht zu implementieren ist. In diesem Code-Schnipsel hier verwende ich einen ganz normalen Vector-Tile-Layer in OpenLayers mit dem MVT-Format, mit dem ich die Mapbox-Vector-Tiles einlesen kann und hole mir den Style aus einer Mapbox-Style-Beschreibung mit der OL Mapbox Style Library, die ich auch schon eingangs erwähnt habe. Das Ganze sieht dann so aus. In diesem Beispiel verwende ich die frei verfügbaren Daten, das ist Open Government Data aus Österreich, der österreichischen Bodenkarte. Das ist ein Datensatz, der die Beschaffenheit der österreichischen Böden zeigt. Ich habe auch ein einfaches Mouse-Over implementiert, wo man den jeweiligen Bodentyp sieht. Und der Vorteil, so thematische Karten als Vektorkacheln bereitzustellen, ist, dass man keinen Server braucht in dem Sinn, sondern wirklich nur einen statischen File-Store, zum Beispiel einen S3-Store oder einfach statische Files gehostet. In den Kacheln sind sämtliche Daten drinnen. Mit dem gleichen Kachelset hier lassen sich noch andere Aspekte der Bodenkarte visualisieren. Und man braucht dazu eben keinen speziellen Serverdienst und keinen, nicht so etwas wie einen WMS oder einen WFS. Und man hat Zugriff auf die für die jeweilige Zoom-Stufe optimierten Geometrien und auch die Attributdaten, die dazugehören. Kurz noch zum schon erwähnten Mapbox-Style-Format. Das ist nämlich nicht nur für Vektorteil-Layer interessant, sondern es beschreibt auch eine komplette Karte mit dem Kartenmittelpunkt, der aktuellen Zoom-Stufe, allen Layern und allen Styles. So etwas Ähnliches hat es auch einmal gegeben vom OGC, das war das Webmap-Kontext-Format, das sich allerdings nie so durchgesetzt hat. Hier funktioniert es wirklich sehr einfach und mit der OL Mapbox-Style-Library können wir das auch für OpenLayers verfügbar machen. Und das ist ein Zweizeiler, der eigentlich reicht, um eine komplette Karte zu produzieren. Und damit kann man schon recht komplexe Dinge mit diesen zwei Zeilen Code machen. Hier ein Beispiel, das ist der gleiche Kartenausschnitt wie vorhin, diesmal allerdings gerendert mit der Vektorteilversion der österreichischen Basemap.
Die ist an und für sich recht toll von der Kartografie her. Kann ein bisschen so zeigen, wie das aussieht, wenn ich hier vom Vorstadtbereich in die Stadt Graz hineingehe, wo natürlich das Kartenbild dann komplexer wird, kann dann hier beim Schlossberg hineinzoomen. Hier sieht man auch, dass diese Karte nicht nur aus der Basemap besteht, sondern auch noch eine Schummerung fürs Gelände im Hintergrund hat und eben eine recht schöne Kartografie. Wenn ich hier weiter herauszoome, sieht man schon an den Ladezeiten, dass das sehr langsam wird. Hier sind die Kacheln zu groß, die sind bis zu 5 Megabyte groß, also ungefähr 10-mal so groß, wie empfohlen ist. Das heißt, die ist fürs Web nur bedingt geeignet, diese Karte. Warum sage ich das dazu? Bei Vektorteils denken Leute in erster Linie immer an Straßenkarten, wie sie zum Beispiel von OpenStreetMap kommen. Und genau dafür gibt es eben sehr schöne Rasterkartenanalysen, Rasterkartenwerke als standardisierte Teils. Die Basemap gibt es als wunderschönes Rasterkartenwerk, auch in verschiedenen Auflösungen für hoch aufgelöste Bildschirme. Und ich würde empfehlen, in diesem Fall nicht die Vektorkacheln zu verwenden, sondern die Rasterkarte. Und die Vektorkacheln wirklich lieber für die thematischen Karten. Also das vielleicht wirklich aus diesem Vortrag heute mitzunehmen. Nur weil es den Hype um Vektorkacheln gibt, heißt es nicht, dass man alles mit Vektorkacheln machen muss, sondern man soll den Layer-Typ einsetzen, der für den gewünschten Use Case am besten geeignet ist. Jo, eine weitere Sache noch. Der Marc wird dann später auch noch auf Integration von Third-Party-Libraries gesondert eingehen. Aber eine Sache möchte ich zeigen, die man ganz generell mitnehmen kann. Wann immer man Datenquellen hat, die von OpenLayers nicht direkt unterstützt werden, gibt es über verschiedene Levels unseres API auch die Möglichkeit, diese zu integrieren. Und ich habe mir heute hier GeoPackage, quasi das Shapefile der Gegenwart, ausgesucht, mit dem man mit OpenLayers auch arbeiten kann. In der Praxis wird man damit wahrscheinlich nicht alles machen können, weil die Dateien, die man anfangs übertragen muss, zum Teil sehr groß sind. Das sind ja SQLite-Datenbanken. Was aber schon denkbar ist für in einem begrenzten Umfeld, ist Drag-and-Drop oder File-Input von lokalen Daten, um die in OpenLayers zu visualisieren. Würde ich generell eben nicht machen, kann aber zum Beispiel in Offline-Umgebungen sinnvoll sein, sowas zu tun. Geopackages können ja grundsätzlich Vektordaten, Raster-Tiles und auch Vektor-Tiles. Vektor-Tiles kann man am einfachsten über GeoJSON einbinden. Hier in diesem Ausschnitt sieht man den Zugriff oben aufs GeoPackage API und in den letzten 4 Zeilen, wie man aus dem vorher erzeugten GeoJSON dann eine Vektor-Source macht. Das ist was ich recht gern verwende in der Form. Ich kann mir aus einem GeoJSON immer eine URL bauen, eine sogenannte Data URI, und dann spare ich mir, mich um die Projektionen zu kümmern, weil das dann alles OpenLayers tut. Das heißt, ich gebe dieses lokale GeoJSON eigentlich als URL an die Vektorsource und OpenLayers verarbeitet das genauso, wie wenn das GeoJSON von einer entfernten Datenquelle kommen würde. Wie würde es mit Raster-Tiles aussehen? Hier gibt es wieder das entsprechende Teil DAO API von GeoPackage und ich kann damit mit dem GeoPackage Tile Retriever eine ganz einfache XYZ-Source in OpenLayers definieren. Und um den Inhalt aus dem GeoPackage, nämlich die Kachel gerendert zu bekommen, übergebe ich das einfach in der sogenannten Tile-Load-Function in OpenLayers. Ich mache es mir hier noch einfach, indem ich mir statt, das zweite Argument hier dieser Tile-Load-Function ist üblicherweise die URL, von der die Kachel geholt wird. Und ich vereinfache mir das hier, indem ich eine eigene Tile-URL-Function definiere, die mir einfach die Kachel-Koordinate, die Tile-Koordinate so zurückgibt, wie sie von OpenLayers kommt. Und das sind eben diese 3 Werte, Z, X und Y. Und ich kann die dann direkt verwenden mit dieser GetTile-Funktion vom GeoPackage-Tile-Retriever. Wie schaut das dann in echt aus? Ich kann jetzt einmal zum Beispiel einen Vektordatensatz hereinladen. Das ist ein Liniendatensatz. Der sollte jetzt eigentlich gerendert werden. Ja. Das sind die Verwaltungseinheiten des Bundeslandes Niederösterreich. Kann hier ganz normal hereinzoomen, das ganze Ding. Ich habe es nicht im Kopf, aber das ist, glaube ich, 13 Megabyte groß oder so. Man sieht also, das ist von der Performance überhaupt kein Problem. Man kann da raus- und reinzoomen und das funktioniert sehr gut. In diesem Beispiel habe ich auch implementiert den Support für Raster-Kacheln. Da habe ich auch ein Beispiel. Ganz ein kleiner Ausschnitt mit einem Orthofoto. Das sind eben auch mehrere Zoomstufen an Kacheln drinnen. Das sieht man, wenn ich da hineinzoome. Und das hat jetzt in die gleiche Karte hineingeladen, die ich vorher schon für meine andere Datenquelle verwendet habe. Also ich kann auch dann da
wieder zurückgehen zu den Vektordaten. Ja, eine interessante Sache, die man in OpenLayers noch zur Verfügung hat, um aus Daten neue Daten zu erzeugen, und das ist die sogenannte Raster Source. Heute zeige ich ein Beispiel, wo man mit der Raster Source eine einfache Datenanalyse machen kann. Der Raster Source, so wie sie hier in den letzten vier Zeilen ist, die bekommt immer Datenquellen. Das können Raster Sources, das können Vector Sources sein, das können auch Vector Layer sein. In dem Fall ist es ein Layer mit einem Höhenmodell. Und auf diesen Layer wende ich eine Funktion an, eine Operation eigentlich, die heißt flood. Und man sieht das hier, also in den Pixeldaten ist die Höhe reinkodiert in den RGB und A-Bändern. Die Höhe ermittelt sich also aus diesen, also eigentlich nur aus, in dem Fall nur aus den RGB-Werten, und das Alpha-Band ist der No-Data-Wert. Und was mache ich hier damit? Wenn die Höhe in diesen Daten kleiner gleich ist einem Level, den ich definiert habe, das wird dann, wir werden das gleich sehen, das ist die Seehöhe, dann wird das Pixel halbtransparent blau gezeichnet. Damit kann ich eben eine Überflutung darstellen, und wenn die Höhe größer ist als der Meeresspiegel, dann bleibt der Layer leer. Dann setze ich einfach den Alpha-Kanal auf 0, das heißt, das Pixel bleibt transparent. Und damit kann ich eine einfache Applikation machen, wo ich mir anschaue, was passieren kann, wenn der Meeresspiegel steigt. Hier ist zum Beispiel die San Francisco Bay Area. Wenn der Meeresspiegel um einen Meter steigt, das wäre der aktuelle Stand. Und dann kann man sehen, je mehr der Meeresspiegel steigt, umso mehr Land geht verloren. Ähnliche Bilder zeigen sich in New York oder in Mumbai oder auch in Shanghai oder an anderen Plätzen der Welt. Die coolsten Sachen hast du jetzt schon gezeigt. Ich zeige jetzt Dinge, die vielleicht viele schon mal gesehen haben, aber die man sich doch immer wieder mal vor Augen führen sollte. Wir sehen hier OpenStreetMap-Karte im Hintergrund und obendrauf ganz offensichtlich zwei weitere Datensätze, die da drauf passen. Und zwar ist das einmal eine Rasterkarte, die hier im Hintergrund quasi Teile von Großbritannien nochmal darstellt. Man sieht, das ist so ein klein wenig verwaschen. Je mehr man ranzoomt, desto besser kann man es aber auch erkennen. Es werden auch neue Daten nachgeladen. Und obendrauf aufgelegt sind Vektordaten. Was passiert hier an der Stelle? OpenLayers ist halt in der Lage, Geodaten, also Vektor- wie Rasterdaten, in die Projektion zu überführen, in der die Karte sich gerade befindet, sofern Proj4JS, also eine weitere Bibliothek, korrekt konfiguriert ist. Und das klingt am Anfang kompliziert, aber ist tatsächlich in der Realität gar nicht so kompliziert. Und es öffnet damit Tür und Tor, eigentlich Mashups mit eigentlich jedem Geodatum zu generieren, wie man das sich denn eben wünscht. Projektion ist natürlich immer noch wichtig, aber einige Hürden, was die Projektion angeht, sind damit aus dem Weg geräumt. Ein weiteres Beispiel, was sicherlich schon einige Leute kennen, hier wird dargestellt KML, also auch, glaube ich, es sind sogar Flugdaten, wenn mich nicht alles läuft, oder Wanderwege, es ist im Grunde egal, auf so einer Map-Teiler-Hintergrundkarte, einem auch Drittservice, den Sie nutzen können, wenn Sie sich dort registrieren. Und man sieht hier eigentlich, wie aus dem KML, KML ist bestimmt nicht das hipste Geodatenformat aller Zeiten, aber es ist eines, in dem halt auch der Stil und die Geodaten an sich gemeinsam drin sind. Das heißt, wenn man das austauscht oder von irgendwo bekommt, ist die Erwartungshaltung bei demjenigen, der das einem vielleicht zur Verfügung stellt, dass man eben nicht nur die Daten sieht, sondern gegebenenfalls auch, was sich denn hinter diesen Daten verbirgt und wie sie denn dargestellt werden sollen. Hier ist das Rendering im Grunde ohne Stilangaben in OpenLayers. Man kann hier rein und raussuchen, man kann hier alles Mögliche mitmachen, man kann auch Abfragen machen. Hier oben links kommen dann immer so ein paar Informationen zu dem, wo gerade die Maus sich befindet. Und ich habe zum Vergleich einfach mal ein Rendering gemacht, wie es mit einer x-beliebigen Google Treffer 3, glaube ich, GPS Visualizer heißt dieses Website, wie das dargestellt wird. Und auch dort ist es so, hier sehen wir, sind diese Daten überführt worden in eine, ich glaube, Google Maps sogar Ansicht. Und man sieht auf den ersten Blick, das sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Das heißt, hier ist dieses Austauschformat auch derart gelesen worden, dass eben nicht nur die Daten, sondern auch deren Stil weitestgehend übernommen wurden. Sichtlich hier und da hilfreich. Feature Editing. Hier eine schwarze Karte. Ich habe jetzt hier, das ist im Grunde, das kann auch jeder nachvollziehen, das ist der OpenLayers Workshop. Den habe ich jetzt hier mal dargestellt. Also das Ergebnis davon. Das sind am Ende des Tages ungefähr 60 Zeilen Code. Und das führt dazu, dass ich hier in diesen, man sieht schon, es ist eine OpenLayers Karte, kann ich nun Daten hochladen. Das mache ich dann auch mal. Ich lade mir die Countries hoch. Jetzt muss ich gucken, dass ich das Richtige wiederfinde. So, dann kann ich das mit Drag and Drop hier reinziehen. Und man sieht schon, dass hier dann halt quasi ein Editor aufkommt. Ich kann hier reinzoomen. Ich kann hier neue Features anlegen. Ich kann
aber auch existierende Features editieren. Und dabei ist vielleicht relevant, dass man auch schaut, dass wenn ich editiere, dass halt Topologien erhalten bleiben, wenn ich das denn möchte. Das Ganze kann ich auch noch herunterladen, so dass hier wirklich quasi ein voll funktionaler Geo-Editor gebaut wurde, wie gesagt, mit 60 Zeilen Code. Der kann natürlich jetzt noch nicht 100% alles, aber wenn man mit 60 Zeilen Code sehr, sehr aufgeräumt einen Startpunkt hat, ist man, glaube ich, schon recht zufrieden. Nächstes Beispiel. Ja, was wird da auch noch passieren? Also das, was wir jetzt in OpenLayers haben, ist sicherlich nicht das Ende vom Lied, sondern es gibt auch im Moment Überlegungen, dort noch weitere Controls einzubauen, so wie hier eine Control, die Vektorgeometrien skalieren kann und sie rotieren lassen kann. Sehr, sehr einfach. Möchte ich nicht genauer darauf eingehen. Womit ich dann auch schon beim letzten Feature bin, welches ich vertieft vorstellen möchte. Und das ist quasi die Erweiterbarkeit oder das Zusammenspiel von OpenLayers mit anderen Bibliotheken. Wir sehen jetzt hier eine Karte von OpenLayers, erweitert um OLX, ein Projekt, welches gut mit OpenLayers zusammenspielt und OpenLayers erweitert um ganz hervorragende Tools, Interaktionen und Kartentypen. Und hier ist jetzt so ein klassischer Layer-Slider. Das heißt, man kann jetzt hier so durchgehen durch die Jahre. Das ist in Paris, glaube ich, und sieht halt hier unten, wie immer wieder sich die Daten ändern. Eine ganz schöne Sache, aber auch nur ein Beispiel aus diesem riesengroßen Katalog, den es dort bei OLX gibt. Klassiker auch, Drucken. Drucken funktioniert auch ganz wunderbar mit den Elementen dort. Das ist wirklich eine sehr schöne Lösung, wie man drucken kann, wie ich finde. Ich spiele hier nur so ein bisschen rum. Hiermit wird halt relativ zügig ein PDF gemacht. Ich mache das auch direkt mal. Hier unten öffnet sich was. Wenn ich das dann öffne, das ist dann jetzt schon die PDF-Ansicht. Das sieht klasse aus, wie ich finde. Gehen wir mal zurück, ja, wenn ich wüsste, wie das geht. Eine Sekunde, das schließen wir. Gehen wir zurück, F11. Nächstes Beispiel. Ja, Integration von OpenLayers ist sicherlich auch ein ganz interessantes Beispiel. Es gibt ein paar verlinkte Integrationen mit auch vielen Oberflächenbibliotheken oder React und Vue.js und so weiter. Die habe ich immer aufgeführt. GeoX, React, GeoVQ, Anil. Es gibt auch von Camp2Camp was. Oder auch das Masterportal. Wenn man OpenLayers-Kenntnisse sich aneignet, ist man ziemlich sicher auf dem guten Weg, dass man auch mit vielen, vielen anderen Bibliotheken wunderbar zusammenspielen kann. Ausblick. Die erste Folie des Ausblicks mache ich noch, während dann der Andreas dann der auch noch deutlich näher am Code ist, als ich das bin, den finalen Schritt machen kann. Ja, natürlich haben wir auch einen Ausblick drin und was wir jetzt hier sehen, ist ein OpenLayers-Beispiel, das der Tim Schaub und Andreas auch zusammen gebastelt haben. Deshalb dürfen die zwei auch da gerne noch mehr zu erzählen. Wir sehen hier letztlich, wie ein cloud-optimiertes GeoTIFF, ein sogenanntes CogTIFF, ausgelesen wird. Via WebGL, eine Technologie, die halt letztlich extrem performant Grafikoperationen im Browser ermöglicht, hier solche ähnlichen Rasteroperationen letztlich durchführt, wie das eben schon bei dem Überschwemmungsbeispiel der Fall war. Nur, dass hier halt nicht Seehöhe oder sowas berechnet wird, sondern hier wird der NDVI berechnet, ein Parameter, der letztlich etwas zu, ja, ein Vegetationsindex, einer der vielen Vegetationsindizes. Hierzu werden zwei Sentinel-2-Quellen ausgelesen, das rote Band sozusagen und das Near-Infrared-Band und darin wird dann halt quasi berechnet. Das Coole an der Stelle ist, das Original-GeoTIFF ist, glaube ich, 400 MB oder so groß, aber hier im Browser geht das ruckzuck. Man sieht, wenn ich reinzoome, wird auch nur das angefordert, was gebraucht wird. Und diese Berechnung findet dann direkt auch an der Stelle statt, wo wir sind. Das heißt, solche Dinge sind ziemlich sicher in einer der nächsten Versionen enthalten von OpenLayers. Diese GeoTIFF.js-Integration haben wir schon gesehen. Das wird auch mit WebGL passieren. Also so wie jetzt die Raster, so was in meinem Beispiel, wird es was Ähnliches dann noch einmal geben in WebGL. Das wird, ich glaube, das darf man auch schon dazu sagen, eben von Tim Sharp gemeinsam mit mir jetzt noch fertiggestellt, dieser Pull-Request, den hat der Tim schon gestartet. Und dazu gibt es auch etwas Funding von der Firma EOX. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und von dort kommt ja auch die wunderbare GeoTIFF.js-Library. Das bringt also unter anderem Cloud-Optimized GeoTIFF-Support, aber auch andere Möglichkeiten, um eben mit Rasterdaten in WebGL zu arbeiten. Eine Sache, wo es auch schon einen Pull-Request gibt, ist das OGC-API-Tiles, eben ein neuer OGC-Standard für Kacheln. Ist noch nicht fertig, da ist der Pull-Request auch noch nicht fertig, da arbeitet Tim Schaub eben an einer Beispielimplementierung. Was auch noch kommen wird, ist Unterstützung von TypeScript mit automatisch generierten Type-Definitions. Dazu wollen wir auch das API noch etwas vereinfachen, um zum Beispiel Enumerations direkt in die Library zu integrieren. Und damit sollte sich dann auch eine weitere Verbesserung der API-Dokumentation ergeben.
Auch noch interessant, ist auch ein Work in Progress, ist die bessere Integration mit Node.js. Ab der nächsten Version wird unser NPM-Package als Type-Module publiziert. Das heißt, man kann es mit neuen Node-Versionen auch mit Import statt mit Require.js dann die Module hereinholen. Und wir sind natürlich auch immer offen für Contributions von anderen und davon lebt ja auch die Library. Und solche kommen auch immer wieder und dafür herzlichen Dank auch an die Community. Ja, und das war's auch schon. Und an dieser Stelle können wir noch Fragen und Anmerkungen entgegennehmen. Ja, vielen Dank euch beiden für den interessanten Vortrag. Wie gesagt, es hat ein bisschen länger gedauert. Es sind zwei Fragen im Fragechat aufgetaucht, die die beiden, Marco und Andreas, aber schon parallel auch im regulären Chat beantwortet haben.